einmal ein Revoluzzer, im Zwielstand Lampeputzer, ging im Revoluzzer-Schritt mit den Revoluzzern mit. Und er schrie, ich Revoluzzer, und die Revoluzzer-Mütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straße mitten, wo er sonst denn unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster raus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses gute Leuchtelichts. Bitte, bitte tut ihm nichts, wenn wir ihm das Licht ausdrehen, kann kein Bürger was mehr sehen, lass die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Laternen krachten und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man Revoluzzt und dabei noch Lampen putzt.